Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spiel doch mal unterwegs. Ich bin der Steff und als Vertretung für die Julia als Reporter hier auf das Spiel 2022 unterwegs und bin am Stand von Heidelberg Games und habe neben mir den Heiko. Hallo Heiko. Hallo. Meine erste Frage geht über Codenames. Das war ja lange Zeit eigentlich bei euch und dann hat Asmo den Vertrieb übernommen und jetzt kam der verlorene Sohn sozusagen zurück. Wie kam es denn dazu? Wie sieht die Aufteilung jetzt eigentlich genau aus? Naja gut, es ist letztendlich, haben wir ja vor Codenames schon die anderen Titel von CGE übernommen, damals von Asmodee. Aber wir sind ja ein recht junger, ein alter Verlag, der sozusagen neu aufgemacht hat 2019. Und wir waren damals noch nicht bereit für sowas wie Codenames. Kann man sagen, einfach so industrietechnisch muss man sagen, oder Spielindustrie. Codenames ist einfach so, wird in Mengen und Kanäle verkauft, die so ein junger, aufstrebender Verlag gar nicht zwingend so stemmen kann am Anfang. Ja? Und da waren wir einfach noch nicht bereit. Aber es ist so, dass wir damals natürlich schon gedacht haben, ja, irgendwann sind wir vielleicht bereit. Und Anfang dieses Jahres war dann der Moment gekommen. Oder wir haben ja schon vorher natürlich drüber gesprochen. Und dann haben wir mit CGE drüber gesprochen und dann haben die halt entschieden, ja, es macht Sinn, ihr habt alles. Warum nicht auch Codenames? Es ist unser Bestseller, ist gut für uns alle. Und ja, dann haben wir es halt übernommen. Ist jetzt, ja, coming home. Also die Aufteilung sieht jetzt wie genau aus? Die Aufteilung ist, dass wir der exklusive Vertrieb für alle CGE-Spiele sind. Ja. Wir beliefern Asmodee weiter mit Codenames. Das ist tatsächlich richtig. Das heißt, die beliefern jetzt tatsächlich eben diejenigen, die wir eben nicht erreichen. Und das ist einfach so, auch heute noch, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, ein bisschen mehr machen, sind wir immer noch nicht Asmodee. Haben es auch gar nicht vor zu werden. Wie geht es denn mit Codenames weiter? Gibt es da irgendwelche Pläne? Also Codenames wäre ja eine Schande, wenn es da nicht weitergehen würde. Ja? Und tatsächlich gibt es Pläne und ich habe im Lauf der letzten 15 Monate verschiedene Sachen dazu gesehen, die Tschechen vorhaben. Aber halten wir es mal fest, es ist gerade eine sehr spannende Zeit, so am Spielemarkt. Und da muss man seine Pläne auch mal ändern. Und das ist auch mit den Codenames-Plänen passiert. Und ich sag mal, dieses Jahr wird da, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Aber nächstes Jahr werden wir mit Codenames mit Sicherheit, vielleicht auch schon auf der Nürnberger Messe, was Cooles zu zeigen haben. Ja? Da bin ich ja gespannt drauf. Also, ihr habt hier mehrere Partnerverlage, du hast schon welche angesprochen. Czech Games Edition, Holbigel, Synapsis. Die gehören ja alle zu euch. Aber gibt es da weitere Partnerschaften, die vielleicht schon in der Schublade stecken, wo du schon was dazu sagen kannst? Na gut, es ist letztendlich, muss man auch immer sagen, es ist eigentlich absurd, wie oft ich lieber Nein sage. Also wir lassen eigentlich relativ viele Gelegenheiten fahren, weil ich habe das halt vorher so in der Vorgängerfirma Heidelberg Spielfall erlebt, dass man irgendwann feststellt, man breitet sich zu dünn aus und irgendwann kriegt man das gar nicht mehr alles gebacken. Und wenn du so dein Anspruch ist, du willst guten Kundenservice liefern, du willst gute Qualität machen, du willst nicht zu viel machen, dann darfst du dir nicht zu viel aufbürden einfach. Ja? Und deswegen sage ich eigentlich sehr oft Nein. Und das, wenn wir aber halt einen festen Partner haben, dann committen wir uns da also auch so eigentlich schon richtig zu. Das ist eigentlich der Plan. Und es ist so, dass wir manchmal halt eben ein Spiel machen, sagen wir jetzt zum Beispiel machen wir Assassin's Creed, ja, diese Brettspiel-Retail-Ausgabe. Das ist jetzt eine Sondersituation, weil wir die über unseren Partner Synapse gewissermaßen reinbekommen haben, ja, auch wenn das gar nicht der Ursprungsverlag ist. Und solche Deals wird es immer mal wieder geben, aber so ein krasses Commitment, wie jetzt einen dicken Partner noch aufzunehmen, das mache ich dann, wenn ich mich bereit dazu fühle, sage ich mal. Ja. Also, ja. Ihr arbeitet noch an eigenen Spielen, also ihr habt ja Spicy oder Coyote, alles weitere. Beim Heidelberger Spieleverlag war es ja damals so, dass dann irgendwann die eigene Produktion so immer in den Hintergrund vorgetreten ist, weil es ja mehr darum ging, dass man die Lokalisierungen bedienen musste. Wie sieht das jetzt aus? Also dass das nie wieder passieren könnte? So. Das ist ja genau das, was ich tatsächlich meine. Das möchte ich gerne vermeiden. Ja? Weil deswegen haben wir auch diese Trennung gemacht. Das heißt, die Spiele, die wir selber machen, sind unsere Heidelberg Games Titel. Die Spiele, die wir von Horrible machen und von CGE und von Mebo, das sind weiter deren Spiele. Die betreuen wir, marktungstechnisch und so weiter, die übersetzen wir. Da machen wir Ersatzteilservice und das ganze Programm. Aber es ist eben nicht unsere Verlagsprodukte. Ja? Und das möchte ich eben auch in einem gewissen Maß begrenzen. Ich bin ja auch der Meinung, ich könnte ja auch viel mehr Spiele machen als Heidelberg Games. Aber eigentlich will ich gar nicht so inflationär viele Spiele rausbringen. Ich habe das gerade vorhin im Thema gehabt. Eigentlich nehmen wir uns viel zu viel Zeit für unsere Spiele.
Also rein wirtschaftlich, wenn ich das nachrechnen würde auf den Cent, würde ich wahrscheinlich denken, meine Güte, wir müssten das schneller machen. Aber so, wir nehmen uns schon die Zeit, wo ich sage, wir hauen in der Gestaltung in allem die Zeit rein, die es braucht, bis es geil ist. Ja? Heißt nicht, dass man nicht irgendwann mal einen Kompromiss macht. Und das, ich stelle fest, so 2-3 Titel pro Jahr, das ist eine angenehme Menge. Ja? Und wenn ich mein Team anfange zu hetzen oder sowas, dann kommen halt so Spiele raus, wo dann vielleicht mal irgendwann spielt es einer und denkt, da fehlen noch so 20%. Und diesen Punkt möchte ich nie erreichen. Das ist mir wichtig tatsächlich. Ja? Also deswegen ist die Gefahr ist real, aber da ich das ja selber wirklich live erlebt habe, wie es damals gelaufen ist, werde ich dafür sorgen, dass das nie passiert. Ja? Das hoffe ich auch. Und wie sieht es jetzt aus mit den Neuheiten? Kannst du irgendwas mir jetzt vorstellen, was ihr jetzt hier neu habt? Ja, also ganz neu, sozusagen noch feucht, sind diese zwei Spiele hier, Tales on Fire und Fish and Cuts. Ist tatsächlich ein Wunder, da es lebe die Produktion in Europa vor Ort. Ja. Diese Spiele sind seit einem Monat in Druck und stehen jetzt hier auf der Messe. Ja. Das kannst du mit der China-Produktion nicht erreichen. Bin sehr froh, dass das geklappt hat. Tales on Fire ist ein Kartenspiel. Bei, können wir mal in aller Kürze, basiert auf einem mexikanischen abgefahrenen Märchen, brauche ich jetzt nicht groß darauf eingehen, wo ein Opossum sich den Schwanz ansteckt sozusagen, um das Feuer zu klauen von Iguana, der es weggeklaut hat. Das ist ja das Geile, warum sollst du Fantasy machen, wenn die Mythen und Legenden von damals, die sind schon abgefahren genug, das ist echt geil. Das ist eine tolle Geschichte. Und in unserem Spiel geht es halt darum, dass wir eben mit unserem Opossum-Clan auch eben das Feuer sozusagen versuchen zu rauben. Und jeder hat so ein eigenes Deck von Karten, so von Zahlen von 1 bis 9 und eine plus 1. Aber du darfst für jeden Zug oder für jede Runde nur 3 Karten davon auswählen. Das heißt, jeder hat das gleiche Set, da musst du aber 3 Karten davon auswählen, das macht jeder geheim. Und mit denen musst du halt dann spielen um diese Karte. Und je länger das Spiel geht, desto mehr Informationen liegt auf dem Tisch. Weil immer wenn du erfolgreich ein Feuer geraubt hast, wird diese Zahlenkarte blockiert. Das heißt, jeder weiß, der hat keine 7. Ne? Und dann kommen so Informationen auf den Tisch, sodass ich immer taktischer spielen kann, je länger das Spiel geht, sage ich mal im Großen und Ganzen. Ne? Das heißt, es hat einen gewissen Bluff, ein gewisses Bluff-Element ist schon drin. Und ich denke, nicht Bluff kann man nicht sagen, Deduktion. Wenn der eine 7 spielt, ist gut, wenn ich eine 8 habe. Aber wenn er weiß, dass ich die 8 habe, spielt er die 7 vielleicht nicht und so. Also, also das ist ganz spannend. Aber das Problem ist, du kannst es am Ende nicht ausrechnen, weil der Mensch macht ja dann doch, was er macht. Ja? Und wenn man unberechenbar bleiben will, dann spielt man eben manchmal was nie. Also ich bin super zufrieden mit dem Spiel. Es ist auch endlich mal ein deutscher Autor. Tatsächlich haben wir das ja schon lange nicht mehr geschafft. Ja? Genau, also das ist unsere Neuheit vom Spiel. Und das zweite Spiel, das wir haben, ist Fish and Cuts. Das ist ab 6. Muss man sagen, dementsprechend ist jetzt die taktische Tiefe nicht auf dem Level wie hier, dass ich überlegen muss, was der andere macht und dann vielleicht auch doch nicht. Das ist einfach ein Reaktionsspiel, Fish and Cuts. Da kann ich nicht anders. Das muss ich mal kurz aufmachen. Das hat nämlich einfach endgeiles Material. Und zwar haben wir hier... Nein, das sind 6. Das ist für jeden Spieler 1. Und zwar muss ich mit dieser Katzenpfote nach diesen Karten schnappen. Ja. Jetzt kannst du sagen, es ist in Zeiten von Corona das Hygienischste, was du machen kannst, ja, wenn du dich anfasst. Ja. Das heißt, spielerisch gesehen ist der einzige Wert, dass du nicht die Fingernägel der anderen abkriegst. Ja. Kann man jetzt, das wird der eine oder andere vielleicht zu schätzen wissen. Ja, genau, so ist es auch. Ja. Aber das Witzige ist, was es auch macht. Muss mal gucken, wenn irgendwie Jugendliche oder Kinder diese Dinge anziehen, dann ist schon vorbei. Wir sind nicht schon voll im Spiel. Das ist, dann werden die Karten vom Tisch gemacht, wie bei Kerzen und so weiter. Nein, aber es ist ein Reaktionsspiel, bei dem man zeitgleich auf Karten in der Mitte drauf tippen muss. Und es ist ganz simpel, wenn halt 2 Leute auf die gleiche Karte tippen, dann ist die raus. Das heißt, die Entscheidung, welche Karte ist das Einzige. Und basierend auf dem, was jeder schon vor sich liegen hat, treffe ich die Entscheidung. Oder ich treffe eben nicht die Entscheidung, weil ich sozusagen denke, ich will unberechenbar bleiben. Also doch wieder, siehst du, ein bisschen taktisches Element. Also es ist eine sehr simple Mechanik, die aber in ihrer Schlichtheit einfach wunderbar witzig ist. Ja? Also das ist definitiv nicht nur für Kinder. Also das spielen wir mit Erwachsenen auch sehr gerne. Ja? Sehr schön. Super. Zwei ganz neuen Sachen. Und dann haben wir natürlich andere Sachen, die sind erst so seit Frühling neu, also vielleicht gar nicht mehr brandneu. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob wir die jetzt hier auch noch aufführen müssen. Ja? Also tatsächlich haben wir im Frühling rausgebracht Hungry Monkey. Hungry Monkey, das ich jetzt leider nicht auf dem Tisch habe. Ja. Aber das haben wir natürlich hier am Stand angezeigt.
Wer hätte es gedacht, wir lieben Kartenspiele in dieser Größe. Das heißt, es ist auch ein Kartenspiel dieser Größe. Und bei Hungry Monkey ist, das hat so Elemente von, die eigentlich, wie soll ich sagen, gerade so ein bisschen in sind von Spielen, wie man sie von Cabo oder Skyjo kennt, dass du halt so verdeckte Karten hast, die du so ein bisschen, sag ich mal, kennen willst oder am Anfang nicht kennst, aber mit der Zeit kennenlernen willst, und einem ganz einfachen Ablegespiel. Und in dieser Kombination ist das tatsächlich total geeignetes Familienspiel, wo du dich nicht verkopft erinnern musst, wo was genau ist. Du musst dich nur um 4 Karten kümmern, dass du die bis zum Ende im besten Fall kennst oder sogar ein bisschen optimiert hast. Und das ist tatsächlich auch ein super nettes Familienspiel. Ich würde mal sagen, wir haben damit nichts Krasses an Innovation geboten, aber wir haben eine sehr gute Mischung von bestehenden Sachen gemacht. Ja? Und deswegen, damit bin ich auch sehr zufrieden. Der andere Titel, der halt neu ist, wäre Sweet and Spicy, aber da müssen wir sagen, Sweet and Spicy ist tatsächlich zu 90% gleich zu unserem Spiel Spicy. Da haben wir eine ganz kleine Änderung reingebracht, neben dem Design, das für Katzenfreunde, die es lieber süß als klassisch mögen, sozusagen gemacht haben. Also süße koreanische Katzen. Ist ganz spannend. Wir haben in einem Bluffspiel, es ist ja ganz oft so, dass Kinder Probleme haben zu lügen. Kann man jetzt sogar sagen, ist gut, dass Kinder da nicht so gut sind. Ne? Aber tatsächlich, wenn dann einer sagt, Chili 3, dann weiß der Erwachsene Bescheid im Normalfall. Und das ist natürlich so, ich meine, ich kann mit meinem Sohn live, konnte ich das berichten. Und wir haben durch eine Hinzufügung von so einer Spezial-Super-Joker-Karte wie so eine Art Sicherheitsnetz eingebaut. Das heißt, das Kind weiß, im Zweifelsfall kann es immer diesen Joker spielen, der immer passt. Und dadurch klappt das Bluffen viel, viel besser. Ja? Und das heißt, es ist eine kleine Extra-Kartenänderung, die dafür sorgt, dass wir das Spiel einfach jetzt ab 8 nicht mehr ab 10 gemacht haben. Aber ansonsten ist es dasselbe Spiel. Ja? Jetzt habe ich aber alles rausgehauen. Ja? Eure Partnerverlage haben ja auch einiges im Petto. Und ich muss natürlich immer nachfragen, was kommt da? Und vor allem Queen's Dilemma. Das ist ja schon sowas. Was kannst du denn darüber sagen? Ja, Queen's Dilemma ist ein gutes Beispiel für, man hat manchmal Pläne und es läuft doch anders, als man denkt. Ja? Queen's Dilemma ist ja letztes Jahr angekündigt worden von Horrible Guild. Damals war klar, okay, sie machen einen Kickstarter und es wird wahrscheinlich dieses Jahr rauskommen und es gab schon einen Preispunkt. Aber die Welt hat sich ja ein bisschen verändert so in einem Jahr. Ne? Und das heißt, das klappt alles so nicht mehr. Ergo hat jetzt Horrible Guild sich entschieden, den Kickstarter für alle Sprachen zu machen. Muss ich jetzt nicht geil finden erstmal, weil wir nicht so ein Kickstarter-Verein sind, ja. Aber das ist okay, weil es hilft ihnen natürlich, dieses ursprüngliche Investment einfach schlicht und ergreifend rauszumachen. Und wir werden dann halt eben danach die deutsche Version, vielleicht zeitgleich mit dem Kickstarter, vielleicht danach, wer weiß es, dann eben rausbringen. Aber auch hier ist, wir hatten das mit eigentlich auf Vorbestellung und alles, wir haben alles runtergenommen, gesagt, wir nehmen momentan keine Vorbestellung an. Der Preis, es bewegt sich momentan so krass, also die können momentan immer noch nicht sagen, was das kosten wird, weil wenn sie einen Monat früher oder später drucken, macht das einfach gerade einen riesen Unterschied. Ne? Und gerade bei so großen Produktionen, die man halt eben auch in Asien machen muss, leider so in dem Sinn, vielleicht muss, aber die halt wahrscheinlich einfach in Asien zu machen sind, ist einfach so viel Vages dabei, dass ich da einfach momentan nichts Hartes und Solides sagen kann. Die machen jetzt im Oktober, Ende Oktober ihren Kickstarter. Und dadurch werden sich ganz viele Fakten klären, dann haben die ihre Zahlen, dann wissen die, wie viele Spiele die machen müssen und dann wird auch die Kalkulation für unsere lokalen Versionen einfach stehen. Es ist halt eben, sag ich mal, dem Zeitgeist dieser sehr merkwürdigen Zeit geschuldet. Ja. Das ist auch eine Frage, die ich hatte mit dem Preis an sich, weil alles immer teurer wird. Reagiert ihr darauf irgendwie oder gibt es dann Optionen, die ihr dann nutzt oder wie geht ihr damit um? Das ist eine super Frage tatsächlich. Ich sag's mal so, wir sind tatsächlich in der Größe, wo ich halt eben flexibel agieren kann. Ja? Ich kann es einfach machen. Ja? Aber wir arbeiten natürlich manchmal mit Kunden zusammen, wo es gar nicht so flexibel ist. Also ich kann mal sagen, wenn jemand mal versucht hat, bei Amazon anzurufen und zu sagen, hebt mal den Preis 5 Euro an, der wird erstmal nirgendwo ankommen. Weil da kannst du ein Ticket eröffnen und dann wird es abgeschickt und dann kommt zurück, abgelehnt. Also es ist mit großen Kunden nicht so trivial, das von heute auf morgen zu machen. Aber unabhängig davon reagieren wir natürlich schon. Ich habe jetzt bei unseren eigenen Sachen bisher den Deckel draufgehalten, aber eigentlich verdienen wir nicht genug an unseren eigenen Sachen im Moment, wie ich sollte. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich 2023 alles nochmal genau nachkalkulieren müssen. Ja, ich habe ja gesagt, wir nehmen uns mehr Zeit, als mancher lieb ist. Auf der anderen Seite ist es so,
Ich habe eigentlich schon vor der Pandemie eigentlich gesagt, ich möchte eigentlich möglichst viel in Europa produzieren, für Europa. Einfach aus ökologischem Gewissen, und ich finde es eigentlich bescheuert, wenn man Kartenspiele nicht in Europa drucken kann, was kann ich dann noch drucken in Europa? Ne? Also, und dementsprechend wollte ich das auf jeden Fall eben erreichen. Und das macht meine Abhängigkeit natürlich ein bisschen geringer. Auf der anderen Seite ist natürlich alles teurer, selbst in Europa. Also die Energiepreise für die ganzen Factories gehen auch hoch. Ne? Das haben wir schon gemerkt. Das heißt, was ich mache ist, es ist nicht so, ich vergleiche jetzt mit 10 und suche halt den günstigsten raus, aber ich muss viel mehr kommunizieren, mit wem. Ich muss manchmal überlegen, okay, wo ist vielleicht der Kompromiss, den man machen muss. Also ein gutes Beispiel, Hungry Monkey und Sweet and Spicy haben wir gedruckt in Eco-Friendly-Modus tatsächlich. Wir konnten jetzt aber, wir mussten die Fabrik wechseln und die bieten das nicht an. Aber ich wollte trotzdem was tun. Ergo haben wir jetzt sowas gemacht, dass wir jetzt quasi für jedes Spiel wird ein Baum gepflanzt. Ne? Es ist nicht dasselbe. Aber es war irgendwie so, es ist halt der Weg, den ich gehen kann, so ein bisschen nach dem Motto. Ne? Und so muss ich ja eigentlich so, diese Flexibilität muss ich halt bei anderen Sachen auch haben. Wir haben ja ganz, mit unseren Metallic-Spielen haben wir eigentlich angefangen in der Kartenreihe, aber momentan ist es ist echt schwierig, da zurechtzukommen. Ja? Also da das zu drucken, das ist aufwendig, das kann nicht jeder. Das heißt, ich investiere viel mehr Zeit, nach technischen Lösungen eigentlich zu suchen. Was auf der anderen Seite aber auch geil ist, weil wir immer besser werden damit. Also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie cooles Material, das haben wir hier drin auch. Da drin ist recyceltes Plastik, das neu gegossen worden ist zum Beispiel. Replastic nennt es. Und es gibt es auch mit Holzresten, dass du so 80% Holzreste mit Leim, die du in jede Form gießen kannst. Das heißt, man kann schon ganz viel machen, man muss nur mehr Arbeit, Energie und Zeit reinstecken. Und das ist, glaube ich, momentan so meine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, Preissteigerungen werden auch wir nicht vermeiden können. Ja? Und bei unseren Partnern ist es ganz einfach so, die geben halt das Tempo vor, und das, wenn Horrible sein Spiel signifikant verteuert, kann ich nicht das schlucken, sondern dann muss ich das weitergeben, so ist es. Ne? Also, ja. Also vielen Dank, das sind wirklich Neuerungen, mal so einen Einblick zu haben in das Ganze. Ich danke dir sehr für das Interview und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, mit Sicherheit. Hat mich gefreut. Ja. Danke für eure Zeit. Ja.